Und damit herzlich willkommen hier wieder auf Lindark zu einem weiteren Part Need for Speed Shift. Und genau, wir hatten das letzte Mal den RS4 Audi gekauft, haben unseren Mazda verschrotten lassen oder verkauft. Die andere Chaise, die wir gekauft haben, dummerweise auch gleich verkauft. Das ist mir leider passiert. Ein kleiner Fauxpas. Naja, was soll man machen? Kann man nichts ändern. Aber jetzt haben wir den RS4 Audi gekauft, der für die Stufe 2 zugelassen ist und der hoffentlich ein bisschen mehr Bums hat. Und damit gehen wir nochmal hier in die gemischten Events, in den Wettkampf. Und ja, es sah ja alles nicht so richtig rosig aus. Und wir versuchen gleich erstmal das erste Rennen. Ich muss sicherlich erstmal mich so ein bisschen einfriemeln auf das neue Fahrzeug, denn die fahren sich tatsächlich alle sowas von unterschiedlich. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist wirklich eine knallharte Simulation hier, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich habe keine Ahnung, weil ich sonst noch nie eine Simulation gespielt habe. Aber das behaupte ich jetzt. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen besser fahren, weil das letzte Mal war ja, ich glaube, wir hatten gar keinen Fortschritt, oder? Ich glaube, nirgendwo nicht mal einen dritten Platz erreicht. Das war eigentlich ziemlich scheiße. Beide Autos aus Versehen verkauft, aber ich hoffe jetzt mit dem neuen, dass es da ein bisschen besser klappt. Mal sehen. Und schick sieht er ja schon mal aus. Na dann, tretet mal wieder zur Seite. Jawohl, alle in die Hände klatschen. So. Halt. So, wollen wir's. Na dann zieh mal an hier. What, das sieht doch schon mal gut aus, der Start. Gar nicht so übel. Alter, 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 diese Karre. Boah. Krass, man darf nicht blinzeln. Ich darf nicht blinzeln. Ansonsten lande ich hier direkt wieder im Kiesbett. Und die fängt sich wesentlich besser wieder gerade. Also die fährt dann auch wieder gerade, richtig. Oh Gott, 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 Gott. Da vorne kommt gleich die Kurve. Und meine Augen sind so trocken. Ich muss blinzeln. Fahr mal zu. Alter Verwalter. Sorry, man. Wollte ich nicht. Okay. Mit der Karre haben wir da tatsächlich bessere Chancen. Dann lag es tatsächlich an unserem langsamen Mazda, der einfach... Junge, fahr zu, Mann. Ich hab keine Zeit, ey. Der Aldi macht gleich zu. Ich brauche noch Bier für heute Abend. So, mal bitte zur Seite fahren. Dankeschön. Oh, 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 shitty. Und Leute, ich habe mir jetzt Race Driver Grid noch geholt, Need for Speed Shift 2 und noch ein paar Rennspiele. Und ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, Select, 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 geht nicht Select. Out of Order Select. Keine Ahnung, warum es nicht ging. Scheißegal, jetzt sind wir wieder im Rennen, wir sind auf jeden Fall Zweiter. So, jetzt wieder zurück zum Rennen, nicht über andere Spiele quatschen. Was ich damit sagen wollte, war einfach nur... Ich habe jetzt ein bisschen Benzin geleckt. Ich habe jetzt Bock. Bock auf Rennspiele. Also immer mal zwischendurch, zwischen den anderen Parts, mal so ein kleines Rennspiel reingehauen. Das fetzt schon. Und da kann man die PS3 nochmal ein bisschen striezen, denn die Rennspiele sehen schon echt knackig geil aus hier. So, mein Kollege. Sieht erstmal gut aus. So, ich versuche innen dran vorbeizuziehen. Er gibt mir keinen Platz hier. Er schenkt mir nichts. Ne, ich möchte nichts riskieren. Jetzt, unsere Chance. Alter. Auf die Eisen, auf die Eisen, auf die Eisen. Ach, das ist doch das, wo man abkürzen kann. Das nutze ich doch gleich mal aus. Und hopp. Ja, ja, ist mir egal. Dreimal darf man ja, glaube ich, abkürzen. Oder viermal, ich weiß es nicht mehr. Oh, oh. Geil, ey, die Karre, die brummt hier ordentlich runter. Geil, richtig schön rumgekommen. Also merken, ab und zu mal beim Händler vorbeischauen, ein neues Auto kaufen, es ist nicht verkehrt. Manchmal hat er was Gutes und das Auto liegt einfach wesentlich besser auf der Straße als der Mazda. RX-8, der kam einfach wirklich ins Limit. Aber hier ist noch nichts gewonnen. Wieder ein kleiner Fahrfehler und ich lande wieder im Kiesbett und zerschrote hier mein neues Auto. So, auf die Eisen! So.
Hier hätte ich auch wieder abkürzen können, aber will ich jetzt nicht. Geilomat, läuft doch wieder. Oh, der hat auch Bremsen, ey. Ich muss hier gar nicht voll durchtreten bei den Bremsen. Also der bremst wirklich richtig gut. Ich kann zwischenzeitlich dann auch mal vom Gas runter, von der Bremse runtergehen und rollen lassen. Obwohl die Pfeile auf dem Boden noch rot sind. Oh oh. Alter, die Kurve, die ist so lang. Da denke ich immer, das schaffe ich locker und ja, ne, denke ich auch nur. Habe ich mich ein bisschen verdacht. Verschätzt. So, jetzt wieder auf die Eisen gehen. Ah, aber der Sprung da vorne in unserer Scheibe, der tut sein Übriges. Also man sieht nicht richtig gut durch. So. Konzentration! Scheiße! Okay. Noch gerettet. Die Karre, also echt krass. Die lenkt endlich mal wieder. Ein Auto, das lenkt. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Audi weiß halt, wie man lenkt. Oh, Alter, diese Karre. Oh, das drückt mich hier gleich ins Sofa. So, jetzt kommt wieder die Abkürzungsszene. Was man natürlich wieder hemmungslos ausnutzen. Wo geht's denn lang? Ich sehe es nicht. Ah, hier. Hab. Scheißegal, jetzt nochmal Noss reinziehen. Und Geronimo. Yes, sir. Hä? Was? Bin ich blöd? Ich dachte, da wäre Ende Gelände. Nö, war's nicht. Shit, hier hinten ist erst das Ziel. Oh, ich depp. Ich depp. Ich depp. Alles nochmal gut gegangen. Alles noch. Oh, ich war jetzt der festen Überzeugung, dass da hinten das Ziel schon war. Ich habe den Controller gerade schon weggelegt. Alter Falter. Drehe einen Gegner. Haben wir das nicht sogar gemacht? Wir haben doch den einen gedreht, oder? Na gut, vielleicht nicht 180 Grad. Na gut, ist mir auch egal. Wir sind Erster, was will ich mehr? Und was? Wer rechnet schnell zusammen? Aggression, ne? Schade. Wir sind doch eigentlich eher der präzise Fahrer hier in dem Spiel. Na gut. Levelaufstieg kriegen wir noch nicht. Aber ich bin zufrieden. Also ganz ehrlich, jetzt ist das Spiel auch wieder machbar. Obwohl wir es ja mit dem Mazda auch hätten schaffen können. Hätte ich das eine Fahrmanöver beim letzten Mal da nicht reingehauen, dann hätten wir auch einen ersten Platz gemacht. Aber ey, es ist wirklich unmenschlich schwer, wenn man ein unterleveltes Auto hat. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir gleich ins nächste Rennen hier. Ja, da waren wir ja auch schon drin, wie man sieht. Da habe ich aber nur die 2 Sterne bekommen, dass ich auf der Linie rumfahre. Mehr nicht. Aber dennoch, jetzt läuft's wieder. Wir sind wieder sprichwörtlich im Rennen. Hoffe ich. Wahrscheinlich geht das ungefähr 2-3 Rennen gut. Dann beginnt der ganze Scheiß von vorne und ich werde wieder nur Letzter. Wir werden's sehen. Ja, Leute, und ich freue mich. Also, ich finde das Spiel richtig gut. Ich habe sonst immer solche Rennspiele gemieden. Ich dachte mir jetzt, ach, nutz deine PS3 nochmal aus. Holst dir noch ein paar Spiele, die du jahrelang mal spielen wolltest. Hast du dir nie geholt. Und wie gesagt, Need for Speed Shift, mir jetzt Shift 2 geholt. Race Driver Grid, Grid 2. Okay, und auch die Dirt-Reihe. Also, ich hoffe, dass wir das hier auch noch durchzocken werden, wenn ich das irgendwie meistern kann. Aber ihr seht ja, ich bin halt nicht so der Rennspieler. So, hä? Erreiche 4. Achso, das habe ich ja schon. Okay, ich möchte auf Präzision gehen. Ich bin der präzise Fahrer, Leute. Ihr kennt mich. So, dreht euch mal bitte. Nicht ich! Oh, komm. Jetzt haben die Bremsen aber auf ganzer Linie versagt. Na? Bin wieder da. So, mit deinem hässlichen Porsche, verpiss dich. Oh, ich kann auch wieder Noss geben hier, ohne dass ständig die Räder durchdrehen und ich im Kiesbett lande. Die Karre ist echt der Hammer. Okay, jetzt ziehen wir dran vorbei, leicht Noss gegeben. Ja. In den Staub. So. Ich komme.
So, Jungs, anschnallen. Ups, kleinen Kick gegeben. Leider Gottes hat es mich auch rausgetragen, aber haben wir ja noch gut gemeistert. So, Kollege, jetzt zieh ich dran vorbei. Nuss! Volle Kraft voraus. Nuss. Und rum. Sehr gut. Jetzt ging es gleich in die Rechtskurve drum geslidet. Und hopp. Ja, ne? Also, da war ich aber auch selten doof, dass ich hier in der Annahme bin, mit einem Auto das ganze Spiel durchzuspielen. Aber da merkt man gleich, er spielt nicht auf Rennspiele. Ist halt so. Das letzte, was ich gespielt habe, war, glaube ich, die Flatout-Reihe. Flatout 2, das habe ich jahrelang gespielt. Und immer noch. Und das werde ich auch noch Let's Play. Ganz ehrlich, die Flatout-Reihe, das ist so schön. Aber Flatout 1, ey, lasst es euch gesagt sein, das ist so sackschwer. Flatout 2 geht, aber der erste Teil, der ist unmenschlich schwer. So. Nächstes Mal ein bisschen Noss, ist eh schon die letzte Runde. Gerade aus den Kurven hier. Upp. Ja, so nicht. Kann man echt gut mit Noss raus beschleunigen. So, komm. Noss uns vorne weg. Oh, oh. Ist zu spät gebremst. Jawohl. Damit haben wir auch den letzten Stern. Natürlich, wenn wir jetzt hier einen ersten Platz machen, was ich hoffe, dass wir das Ding jetzt einfach durchrocken. Und hopp. Hopp. Naja, nicht gerade schön, aber selten. Das Geile an der Karre ist auch, wenn ich im Kiesbett lande und Gas gebe, die alte Karre, die hat sich dann immer gleich gedreht. Und die hier, also die lässt sich relativ gut noch steuern. Ich meine, man ist extrem langsam, aber das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Aber man kommt trotzdem wieder normal auf die Piste. So, die Nossflasche ist leer. Hat genau gereicht bis zum Ziel. Und wir haben wieder einen ersten Platz. Geil. Geil, Omar. Hat funktioniert. 3 Minuten 16, weit vorne. Tja, hätte ich das wirklich mal gewusst mit dem Auto, ey, Leute. Dann hätte ich mir natürlich die letzten Parts... Ja, nicht diese Blutdruckspitzen... geben müssen hier. Oh Gott. Na, das war ja wohl eindeutig Präzision. Aber eindeutig, ja. Möchte ich aber auch mal sagen. Und wir haben bald wieder einen Levelaufstieg. Was auch immer uns das bringt, keinen Plan. Gewinne 25 Rennen auf leicht oder höher. Nee, oder mittel. Nee, auf mittel oder höher. Was weiß ich. 16 Kilometer. Sehr schön. Dumm, bum, 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 bum. Los jetzt hier. Wollen wir nicht sehen. Wir wissen noch, wie wir gefahren sind. Hier gab es jetzt keine so spektakulären Szenen. Wir waren einfach nur verdammt gut. Einfach nur verdammt gut. Geil, und jetzt läuft es wieder ein bisschen wie das Brezelbacken. Da setzen wir gleich noch ein Rennen dran. So, was? Teste dein Können. Stufe 4 Event. Carrera GT Rennen auf Spa GP. Ach, die Einladungsevent. Ich habe jetzt mal im Internet geguckt. Das sind anscheinend die extrem schweren. Also hier unten die Select-Dinger. Zack. Wo wir hier alles schon abgeschlossen haben. Das sind anscheinend die besonders schweren. Ja. Also da habe ich mir das Leben auch ein bisschen unnötig schwer gemacht. Die sind eigentlich ja gar nicht die Voraussetzung. Aber die werden wir, ich sag mal, am Ende des Let's Plays. Oder wenn wir die Hauptkampagne oder wie man das auch immer nennen möge. Wenn wir das durchgerockt haben, dann will ich die natürlich auch noch schaffen. Und auch das eine Rennen da, wo ich eigentlich kein Land sehe. Was ich ja schon 2-3 Mal probiert habe und wo ich immer abgekackt bin. Das will ich schaffen. Das will ich schaffen. Das ist machbar und ich will das auch schaffen. Wenigstens einen dritten. Ich möchte wirklich wenigstens jedes Rennen auf dem dritten Platz absolvieren. Das ist mein Ziel. Ist doch kein Problem, oder? 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 So. Ladezeit. Bitte beeil dich. Oh, schöne Strecke. Okay. So, die Dame, ganz tief inhalieren. Meine Abgase sind selten. Das Spiel mit dem Gas. So. Oh, ich würde jetzt mal sagen, die Strecke kenne ich nicht, oder? Hopp. Gleich erstmal dran vorbei, Nossen. Durch den Dreck. Und noch viel weiter. Oh, verpiss dich mal.
Oh, kacke, ich krieg die Kurve nicht, ich komme nicht mehr rum. Okay, wir lassen den vorbei. Der fühlt sich noch sicher. Fühl dich nicht zu sicher da vorne. Auf die Eisen, kleinen Kick verpasst. Was? Fahr 10 Slides steht da links, dann kriegen wir erst den letzten Stern. Leider Gottes, habe ich keine Ahnung, wie. Wenn ich wüsste wie, ich würde es tun. Er bremst. Oh scheiße, ich kenne die Strecke nicht. Ich darf nicht blinzeln und was Fahrerlevel... Oh, mach das alles weg hier. Ich will fahren. 2 Runden, okay. Ich benutze jetzt mal nicht so oft NOS. Ansonsten nosse ich mich hier gleich wieder in die Botanik. Das ist ausgenosst. Da hoppeln wir uns hier vorne weg. Okay. So, ich brauche aber wieder die Ideallinie hier, damit wir den Stern kriegen. Und natürlich die Kohle für den ersten Platz. Denn ganz ehrlich, dadurch, dass wir die Stufe 1 so wirklich sehr gut abgeschlossen haben, haben wir natürlich auch die Kohle hier gehabt, den Stufe 2 Wagen gleich aufs Maximalste hochzuleveln. Und ich glaube, das ist eine gute Sache gewesen, würde ich mal sagen. Ach, wir sind schon Runde 2. Okay. Ja, und ob ich die 1200 Punkte da knacke, das sehe ich bis jetzt noch nicht so. Oh shit, Mann. Ich hätte gedacht. Aber, ja, zu früh gefreut, ne? Das war nix. Hoppala. Aber die Piste zu Ende. Rum. Sehr geil. Komm. Karre. Und Noss. Volle Noss. Ey, wir können die Punkte echt noch kriegen. Das ist machbar. Jetzt kommt gleich der kleine Jump. Na los, komm, ich will die Punkte. Gib mir die Punkte. Shit. Komm, wir brauchen die Punkte. Nicht mehr viel. Und ja, damit haben wir sie. Oder? Yo. Aber die Slides kriegen wir nicht hin. Ich scheiß auf die Slides. Slides me nights hier. Jetzt wird durchgepäst. Und Jack Mac. Geronimo. Geil. Oh, ich freue mich so. Die Karre ist so geil. First Place. Und die 2 Zusatzsterne noch. Wir kriegen hier wieder $15,000. Und den Levelaufstieg. Müssten wir jetzt auch noch kriegen, ne? Hat er ja angezeigt. Was war man eigentlich? Präzision, oder? Ganz klar Präzision. Der Anfang war schon geil, dass wir da links durch das Kiesbett gebrettert sind und konnten da gleich erstmal ein paar überholen. War nicht übel. Fahrer Level 12. Level erhöht. Geil. Und damit kriegen wir natürlich auch wieder was. Vor allem erstmal Kohle, ne? 75.000 durch Sponsoren verdient. Neues Einladungsevent erhalten. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Ansonsten, ja, das interessiert mich alles nicht. Dann, sag mal her, wir gucken uns mal ganz kurz das Einladungsevent an. Allerdings werde ich gar nicht sehen, was das für eins ist, weil da gerade so viele Nicht-Gefahrene dabei sind. Dass ich mal vermute, dass ich... Oder? Wird das extra angezeigt? Ich gucke einfach mal. Select... Ne, wird nicht angezeigt. Okay, jetzt mal ganz kurz. Das war das mega schwere hier. Tja, ansonsten haben wir hier halt sehr, sehr viele, die man noch nicht gefahren sind. Eigentlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, die wir noch nicht absolviert haben. Ist gar nicht so viel. Was ist denn das nächste hier eigentlich? Zeitfahren auf... Ach, das sind jetzt die Zeitfahrrennen. Und hier hinten Podiumsplatzierung in jedem Event. Also da muss man hier wirklich überall mindestens Dritter gewesen sein.
Wir gucken mal ganz kurz. Ja, der Part ist eh rum. Aber ich möchte jetzt nochmal die neuen Felgen. Ich will jetzt neue Felgen drauf haben. Autohändler, Optik, Upgrades. Wo ist denn das? Optik. Natürlich Optik. Lack, Felgen, Vinyls. Wollen wir uns einfach mal Vinyls drauf, hey, kleben? Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Wie sieht denn das aus? Och, ich hab bei sowas... Da fehlt mir irgendwie jegliche Faszination für sowas hier, für die Felgen. Keine Ahnung. Was sieht denn da gut aus? Ne, das sieht nicht gut aus. Also, das spricht mich so gar nicht an. Hm, schlecht sieht's nicht aus. Ich mag eher so dickere Speichen. Das Einzige, was ich noch kenne von Need for Speed Underground, König. Da könnte man sich mal drauf kleben. Das ist irgendwie hängen geblieben. Das sieht doch schön aus. Das finde ich schön. Bisschen breiter noch hier. Zack. Jawohl, die nehmen wir. Und jetzt gucken wir einmal bei Vinyls rein. Wenn es da irgendeins gibt, was mir wirklich extrem gut zusagt, dann klebe ich mir das mal drauf. Aber die Karre muss schwarz bleiben. Eigene Lackierung, Werkslackierung. Och, ne. Eigenes Bearbeiten. Okay, Vinyl hinzufügen. Die sind alle gesperrt. Och, das sieht kacke aus. NFS Source. Das ist halt immer nur so Werbungszeug hier und die sind alle gesperrt. Hier solche komischen Schmierereien, keine Ahnung. 100% Love. Ja, das klebe ich mir aufs Auto. Na, sehr schön. Am besten in lila oder rosa. Obwohl das wahrscheinlich auf dem schwarzen Lack echt geil aussehen würde. Eine Bombe? Ein Totenkopf will ich haben. Ich will einen Totenkopf. Oder eine Mickey Maus. Eins von beiden. Ja, es ist aber alles gesperrt. Es ist halt wirklich alles einfach... Hm, na gut. Oh, hier. Warum ist das mal? Das sieht doch schön aus. Größe, bewegen. Bewegen. Wo ist es denn? Kamera, umwandeln. Ist das jetzt schwarz oder was? Ich verstehe es nicht. Größe drehen, schieben, umdrehen. Farbe. Ja, es ist schwarz. Hopp. Sieht ein bisschen aus wie das Aerosmith-Zeichen. Bewegen. Ja, ich möchte es eigentlich vorne auf die Motorhaube. Wollte ich mal so, ne? Ach, was soll's. Die Karre bleibt schwarz jetzt hier. Ach, Leute, das ist doch alles Firlefanz hier. Firlefanz, was wir da dran kleben. Das will doch keiner sehen. So ein schönes Auto. Muss man das mit irgendwelchen Malstiften bekritzeln? Ich denke nicht. So, Leute, ich sag damit tschüss. Bis zum nächsten Mal hier auf Linda. Dann bei Need for Speed Shift mit Zeitfahren auf Glendale West. Haut rein.